Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt im Kapitel 3 von der Spezialforschung. Krypo gab es leider schon letztes Mal im Kapitel 2, also denke ich mal, gibt es jetzt nur Belohnungen. Aber kein Problem, denn wir haben uns eine eigene kleine Challenge gesetzt und wollen das Makabaya entwickeln. Dafür brauche ich aber noch ein paar Bonbons, aber erstmal schauen wir hier vorbei. Wow, Eiwaschaf, ich glaube, wir hatten eine gespenstische Begegnung mit Krypuk. Wenn man es schon kannte, war das gar nicht so krass. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber ich habe Gänsehaut. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam alles lösen können, Eiwaschaf, auch wenn die Dinge unheimlich werden. Ich melde mich bald. Das war's also schon. Ihr seht, da gibt's nochmal 1080 Erfahrungspunkte. Nochmal 1080 Erfahrungspunkte. Oh, die oben habe ich vergessen. Nochmal 1080 Erfahrungspunkte. 18 Bonbons. 10 und 8. Und nochmal 1080 Sternenstaub hinterher. Jetzt sagt er nochmal genau den gleichen Text. Keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt. Auf jeden Fall suchen wir uns noch ein Makabaya und noch eins, sammeln da noch ein paar Bonbons und werden das jetzt noch entwickeln. So, das nächste Makabaya müsste eigentlich gleich hier auftauchen am Goldbachaue-Stop-Wirtshaus. Also wenn ihr euch mal heftig betrinken wollt, dann kommt her zur Goldbachaue. Na, wo ist er? Wo ist er? Lauf lieber mal hier runter. So, ist auf jeden Fall hier angezeigt. Da sitzt alles außer Makabaya. Und wir laufen einfach hier vorbei. Normal kommt man da die Straße lang. Ah! Nein! Nicht das Blitz dahinter. Nicht, dass es weggeht. Ist normales, kein Shiny. 92 WP. Das ist ja ein dicker Prügel. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit, habe ich gesagt. Nochmal 12 Bonbons, dann müssten wir jetzt bei 42 angelangt sein. Eins bräuchte ich noch, dann können wir es entwickeln. Ist natürlich doof. Wenn man das schon gefangen hat, sieht man den Schatten nicht mehr in der Nearby-Liste. Kleiner Tipp, auf dem zweiten Account nicht fangen, immer mal ummelden und gucken, wo noch eins in der Nähe ist. Dann könnt ihr das ganz leicht finden. Auch wenn ihr auf Shiny-Suche gehen wollt oder so, könnt ihr immer schauen, wo da welche sind. Jetzt ist nichts mehr da. Wir wandern weiter und schauen, wo wir das letzte noch finden. So, das letzte. Nein, jetzt rennt er auch noch weg. Das letzte Makabaya ist aufgetaucht im Schlosspark. Richtig genial. Laufen wir schnell mal hin. Hoffen, dass es noch sitzt. Und wer noch keinen Shiny Onyx hat, kommt mal in den Schlosspark. Hier ist nämlich gerade ein Onyx-Nest. Wenn man nicht wirklich viel davon sieht. Ah, ein Onyx ist da. Sehr schön. Eben auf dem Weg hierher saß aber irgendwo auch eins rum. Und normal, kein Shiny, aber kein Problem. Das letzte, dann haben wir die Bonbons nämlich voll und können es entwickeln. Ach, auf jeden Fall heute wegen Onyx. Saßen da vorne an der Arena, zwei Stück um die Arena rum, den Weg hier hinten entlang, sind wieder zwei aufgetaucht, in der Mitte saß eins, jetzt sitzt da drüben wieder eins am Stop. Denke ich mal, dass Onyx ja sowieso nicht so oft vorkommt, wenn, dann müsste es jetzt im Nest sein. 54 Bonbons haben wir jetzt auch. So, was sitzt hier noch? Uninteressantes. Wir gehen also gleich mal rein, geben mal Makabaya ein. Mak, sortieren wieder nach WP und nehmen das höchste, was wir haben. Boom! Makabaya, das höchste entwickeln wir jetzt. Zu? Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Und das dann noch das Ende von Kapitel 3, um es wenigstens noch ein bisschen spannend zu machen und hinauszuzögern. Noch eine neue Dex-Entwicklung. So. Jetzt ist es ein Sarg. War das etwa vorher eine Urne mit Händen und jetzt ist es ein Sarg mit Händen? Sieht auf jeden Fall richtig hässlich aus. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Echt, na toll. Nee, echt na toll. Vom Typ Geist, 1300. Ist vielleicht ganz chillig für die PvP-Liga, aber mache ich ja eh nicht. Und sieht auf jeden Fall sehr makaber aus. Makabaya zu echt na toll. Echt na toll, sage ich da nur. Das entwickelt? Habt ihr das auch schon entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare.
Sieht aus wie aus so einem, kennt ihr noch aus dem Kaugummiautomat, gab es auch immer so komische Greifarme aus Gummi, die man so wegschnippen konnte und die haben sich überall dran geklebt. So sehen denen seine Hände aus. Das war es aber von meiner Seite aus. Das war Kapitel 3. Das war die Spezialforschung. Das war's mit Kryphook. Leider kein Shiny Kryphook dieses Jahr. Vielleicht kommt es ja nächstes Jahr zu Halloween. Denn Shiny muss ja auch noch kommen. Hauptsache es kommt kein Kryphook mit Blumenkranz. Dann sind alle glücklich. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Gromsus.